Ja, ihr Lieben, ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Cecilia Cifontes. Cecilia ist mit ihrem Partner Alexander Leitner extra aus Schweden nach Deutschland, nach Norddeutschland gekommen, um hier für das Engelfestival in Liebe leben ein Interview zu geben. Herzlich willkommen, liebe Cecilia und lieber Alexander. Thank you. Ich freue mich unendlich, dass ihr da seid und dass ihr dabei seid beim Engelfestival. Ja, ich möchte heute sehr gerne mit dir über so ein paar Lichtthemen sprechen, so die Lichtkommandos, dann auch den neuen Lichtkörper und die galaktische Lichtstadt. Okay. Und würde aber gerne mal so anfangen mit dem, wie bist du dahin gekommen, auch so diese zu der geistigen Sicht oder zu dem auch Lichtkommandos oder wie war so ein bisschen dein Weg? Gab es Erlebnisse oder was war wichtig? Was ist wichtig für dich zu sagen? How you want me to start? Yes. Okay, I was very psychic as a child. Also als Kind war ich schon sehr hellsichtig. I had angels around me, they were all the time there to encourage me. Here. Und hatte auch damals schon Engel um mich herum, um mich auch zu ermutigen. I was very unhappy with that. Und damit war ich gar nicht glücklich. Because I didn't like to come to the earth. Ich wollte eigentlich gar nicht zur Erde. My soul wanted to come here, but when I came into the body, it was so eng. Das war so eng. Ja. Genau. Naja, meine Seele wollte zwar schon hierher, aber das Körperempfinden dann war einfach sehr eng. And so I didn't like to be here, but my angels, they were there to protect me and make me stay here. Das heißt, ich wollte nicht da bleiben, aber meine Engel haben mich dann einfach geschützt und haben das bewirkt, dass ich hier bleibe. And therefore I didn't pay much attention to them. I wasn't interested. Und deswegen habe ich ihnen nicht viel Beachtung geschenkt, war einfach nicht interessiert. And then when I was a teenager, I could see many things that would happen in the life of my friends or generally. Und als Teenager dann habe ich viel gesehen. Ich habe, was zum Beispiel im Leben meiner Freunde ablaufen würde und so in zukünftigen Ereignissen. And I didn't like that either. Das hat mir auch nicht gefallen. Because I couldn't influence the outcome, I could only see things. Ich konnte ja das Ergebnis nicht beeinflussen, ich konnte einfach nur sehen, dass etwas passiert. And more often than not, people did not listen to what I told them. Und meistens war es dann so, dass die Leute dann auch nicht auf das gehört haben, was ich ihnen gesagt habe. So I felt very guilty for not having stopped something that wasn't good for people. Und das hat sich dann für mich in Schuld ergeben, dass ich Dinge nicht stoppen konnte, die anderen geschehen würden. And so therefore I cut off. By the age of 20 I was like, no, I'm not interested. Also habe ich das einfach abgeschaltet. So mit 20 war dann Schluss für mich. And you could try to do that, to cut off angels, it's not possible. Und das kann man natürlich versuchen, dass man Engel aus dem eigenen Leben rauswirft, genau, aber es geht halt nicht. However, when we turn away from that love that they are there to give us. Wenn man sich allerdings jetzt dieser Liebe von der abwendet, die sie uns eigentlich geben möchten, then things become difficult and there is a lot of drama occurring. Dann wird es schwierig und dann gibt es oftmals auch viel Drama. And so I experienced a lot of drama between 20 and 35. So zwischen 20 und 35 war viel Drama in meinem Leben. And all the time they were like, Cecilia, hello, there's another way. Und die ganze Zeit haben sie so zart angeklopft und gemeint, Cecilia, also da gäbe es schon auch einen anderen Weg. But I was like, nope. And And then, of course, they come like Cecilia. Okay. Und dann wurde das Stupsen ein bisschen heftiger. And the situations I created became similar, you know, more and more drastic. Und die Situationen, in denen ich mich dann befunden habe, wurden auch immer drastischer. Until in the end, I was exposed. Someone tried to kill me 3 times. Und am Schluss habe ich mich dann in der Situation gefunden, dass Leute versucht haben, mich 3-mal umzubringen. And I lost everything that I had, all my money, my house, everything, and I was actually thrown out of the street without any clothes. Und habe dann auch alles Hab und Gut verloren und am Schluss wirklich buchstäblich auf die Straße gesetzt. I only had what I had on. Und das Einzige, was ich dann noch hatte, war die Kleidung auf dem Körper.
And so then I was like on at a choice, should I stay on the earth or should I leave? Und dann hatte ich wirklich die Wahl, bleibe ich jetzt auf der Erde oder gehe ich wirklich? I thought, I leave. Und ich habe mir gedacht, nee, und tschüss. Genau. However, at this time I had tried to get children. I wanted to be a mother. Mm-hmm. Gleichzeitig habe ich auch versucht, Kinder zu bekommen, wollte Mutter sein. However, the doctors had told me I couldn't because there was no ovulation, even with a lot of medication. Und gleichzeitig haben die Ärzte festgestellt, nee, also selbst mit medizinischer Unterstützung läuft da nichts. So I was pretty sterile. Also wirklich steril erklärt. But then I thought, okay, I will try to go to a healer and see what that brings. Und dann haben wir gedacht, okay, ich versuche jetzt mal mit jemand, der mit Heilung arbeitet. And then the next month I was pregnant. Und im nächsten Monat war ich schwanger. Wow, yeah, it was really wow. But then that felt like, oh my God, this is a gift from God. Und das hat sich dann aber wirklich wie ein Geschenk Gottes angespürt. Because not, it wasn't possible medically. Weil es aus medizinischer Sicht wirklich nicht möglich war. And therefore I decided to stay. Und deswegen habe ich mich entschlossen zu bleiben. And since then I started to listen to my angels and guides. Und seither habe ich mich dann auch entschlossen, eben auf meine Engel und geistigen Führer zu hören. And I started to work with giving readings to people and giving seminars and so on. Und das hat sich dann fortgesetzt mit also Sitzungen zu halten für Privatpersonen, dann auch Kurse zu halten. And now I've been a channel for like 30 years. Und jetzt bin ich seit 30 Jahren Kanal. Yeah. And have 4 children. Und habe 4 Kinder. Ja, ich habe gleich so gespürt, so dieses erste Kind war irgendwie ein Geschenk Gottes. Ja. So spüre ich das. Absolutely, for me it was. Ne? Mhm. Ohne dieses Kind wärst du vielleicht auch gegangen, oder? Ja, clearly, I would have. Das ist gut möglich, ja. Ja. Ja, du bist schon sehr, sehr lange auf diesem spirituellen Weg. Und wie kamen dann die höheren Lichtkommandos in dein Leben? Wie können wir uns das vorstellen? Haben die auch angeklopft? Und yes. When I got pregnant with my first child. Als ich eben zum ersten Mal schwanger war. Then I had nowhere to live, I had no money, no nothing. Mhm. Hatte ich keine Bleibe, ich hatte kein Geld. And so I thought I want to get spiritual advice. So I went to people, but I couldn't afford it. Und habe mir dann gedacht, ich werde mir jetzt da spirituellen Rat holen, wollte mich an Leute wenden, konnte mir es aber nicht leisten. But then all of a sudden I started to hear things and I started to follow my path. Und habe dann aber auch angefangen, so Dinge zu hören und meinem eigenen Weg zu folgen. And we had a TV show where I was giving channelings and readings with tarot cards. Und hatten auch eine Fernsehsendung, in der ich dann auch Lesungen gemacht habe, in denen ich gechannelt habe. And then I got so many clients. And so I worked with giving readings for like 4 years. Habe also ungefähr in einer Zeitspanne von 4 Jahren sehr viele Lesungen gemacht. And then one evening I was sitting in my sofa. Und eines Abends so sitze ich da im Sofa. And then all of a sudden, just light. Oh, yes. Sitzt am Sofa und plötzlich eine Lichtexplosion. And the guide came into me and it was like, oh. Yes. You know, really. Geistige Führer auch wirklich in mich eingetreten. And said, Cecilia, we want you to stop with what you're doing. Und sagt nur, okay, Cecilia, wir möchten, dass du damit aufhörst, was du machst. And I'm like, why? Was? What? I'm helping so many people, I'm giving them a lot of spiritual advice. Yes. Und ja, warum denn? Also ich helfe doch vielen Leuten, die kriegen spirituellen Rat und Führung. We have something else for you. Und sie meinten, nein, wir haben da was anderes für dich. And so they told me that we want you to prepare for 6 months for your next step. Und meinten, okay, wir möchten, dass du dich jetzt die nächsten 6 Monate lang vorbereitest. Stop everything that you're doing. Hör mal mit allem auf, was du machst. And I'm like, hello. Money. I have 2 children now at that time and I was single. I need to support the family. Also ich war ja damals alleinerziehend, hatte 2 Kinder. Also irgendwie sollte da schon noch ein bisschen Geld reinkommen. They say it will work out and it did. Und sie haben gemeint, oh, das funktioniert schon. Und das war dann auch so. And they had asked me to, after those 6 months, at summer solstice, to go to a place in the Kattegat Sea. Und haben mich also gebeten zu jener Zeit, zur Sommersonnenwende zu einem Ort in Kattegat zu gehen. Together with some friends and wait there and see what will happen.
gemeinsam eben mit ein paar Freunden und dann einfach mal zu schauen, was passiert. They said, we will tell you then. Und dann geht's dort weiter, meinten sie. And so I did, I went there and a lot of things started to happen. Und das haben wir gemacht und dann sind tatsächlich viele Dinge passiert. The most important was that they came through with a new light body to me and told me how I could work with energies. Und das Wichtigste daran war eben, dass sie genau zu dem Zeitpunkt dann den neuen Lichtkörper durchgebracht haben, vorgestellt haben, um zu zeigen, wie man eben mit Licht und Energien arbeiten kann. Ja, yeah. Und Lichtnahrung für die Kinder, oder wie? No. No, they like to eat food. Die essen doch recht gerne. Ja, yeah. Genau. Yeah. So that's how I came in contact with the higher commands. Mm-hmm. Und auf die Weise bin ich dann auch mit den höheren Lichtkommandos in Kontakt gekommen. And started to work in cooperation with them ever since then. Und seither eben in Zusammenarbeit mit ihnen. Wer sind sie? Was sind das für Wesenheiten? You know, when we say higher commands of light. Wenn man das so ausspricht, wenn man so sagt, höhere Lichtkommandos. That is a description of what they do. Ist das eher eine Arbeitsbeschreibung? They command light, go there, or there is someone in need of light. Mhm. Also sie befehligen Licht, okay, dort gibt es einen Ort, der Licht annehmen kann, dort gibt es eine Person, die mehr Licht braucht und dann richten sie das Licht dorthin. Or there is a web of light that we need to build more light in. Oder da gibt es ein ganzes Lichtnetz, in dem mehr Licht aufzubauen ist. There is someone who can awaken the light body. Da gibt es jemand, der den Lichtkörper erwecken kann und so weiter. And so it's what they do. Das ist also, was sie machen. And who they are the normal guides and angels that you possibly are in contact with. Wer sie sind, also höchstwahrscheinlich unter anderem auch jene geistigen Führer und Engel, die du auch kennst, mit denen auch du zusammenarbeitest. Like Archangel Michael, yeah. Genau. Mm-hmm. Ashtar, Mother Mary, and mainly a lot of Arcturians. Also um da einige zu nennen, zum Beispiel eben Erzengel Michael, Mutter Maria, Ashtar und auch sehr viele Wesen von Arcturus. The keeper of the universe is there are a lot of being and it's more like guides who are doing whatever they are doing, they join there to command light. Dann auch Wesen, die man die Hüter der Universen nennt und was die dann machen eben, als geistige Führer mit ihren Aufgabenbereichen zu arbeiten und sich dann zu diesem Zwecke zusammenzuschließen, um als Gruppe dann eben Licht zu richten, zu dirigieren. And they may work and be part of many other associations as well. Und können gleichzeitig auch in vielen anderen Zusammenschlüssen arbeiten. What one can say about guides and angels are, they are unlimited. Was man natürlich hervorheben kann bei geistigen Führern und Engeln, ist, dass sie unbegrenzt sind. So they can be everywhere. Yes. Sie können ja überall sein. Ja, yeah. Yeah. So it's just a work description. Also einfach eine Art Arbeitsbeschreibung. Mhm. Und ihr habt dann auf der Erde auch verschiedene Orte, auch Lichtsäulen oder was? Wie können wir uns das vorstellen? Was habt ihr dann gemacht? Auf der Erde auch Licht verteilt oder... No, I'm not sure I understand the question. Yes. Sure, so... What exactly have you been doing with that? Did you distribute light all over the world? Did you build light pillars? Or how can one get a picture of what you're doing, really? Of what they are okay. doing? Okay, it started with a new light body. Also der Beginn war wirklich der neue Lichtkörper. Where they asked me to support other people to understand what a light body is. Zum Beispiel eben, um auch andere darin zu unterstützen, zu verstehen, was ein Lichtkörper überhaupt ist. How they can work with it to make their life work. Wie man damit arbeiten kann, um das eigene Leben zum Funktionieren zu bringen. And so, excuse me. So that was my first project. Das war mein erstes Projekt. Das ist der neue Lichtkörper. Yeah. Also nicht der Lichtkörper der Erde, sondern der eigene Lichtkörper. Yeah. Mm-hmm. For people, for light workers, so that they can awaken. Mm-hmm. Für Menschen, für Lichtarbeiter, so eben zum Arbeiten. And then Michael came and asked me if I wanted to bring through something that he called healing with the 70 rays. Und dann hat Erzengel Michael mich gebeten, ein System, ein Heilsystem zu channeln und er nennt es die Heilung mit den 70 Strahlen. And so that is a technique, very refined healing technique for powerful local healings in the body. Das ist also eine sehr kraftvolle, ein sehr verfeinertes Set, eine Art, wie man eben ganz gezielt auch im Körper Heilung machen kann. So that is what I did for the first years.
Das ist also, was ich so die ersten Jahre lang gemacht habe. But then, of course, they came through with other projects. Aber dann haben sie natürlich auch andere Projekte vorgeschlagen. Something they called celestial harmony. Etwas, was sie himmlische Harmonie nennen. To anchor celestial harmony in this world, in the earth grid. In der Welt und im Erdgitternetz diese Qualität der himmlischen Harmonie zu verankern. And in the consciousness of humanity. Auch im Bewusstsein der Menschheit. And now the last 10 years or so, we have worked very intensely with something they call the libraries of light. Die letzten 10 Jahre haben wir jetzt mit einem Projekt sehr intensiv gearbeitet, das sie die Lichtbibliotheken nennen. Ah. Which are really like computers here on the earth. Man könnte sie wie Computer oder große Server, Zentralcomputer eigentlich besser, für die Erde könnte man vergleichen. They are stored with information and energies for our future as long as we're going to be here on the earth. Das heißt, solange wir hier auf der Erde sein werden, beinhalten die Informationen und Qualitäten, Energien für alles Leben auf der Erde. Mm-hmm. And we can go to them to activate them, prepare them and prepare ourselves. It's powerful energies. Yes. Und dann kann man die auch im Physischen besuchen, können sie vorbereiten, sie aktivieren und natürlich auch uns vorbereiten, dass sich das um sehr kraftvolle Energien handelt. And I've done that for many years now. And now we are coming into another phase where we are to connect these libraries of light on Earth to libraries of light in the galaxy. Und jetzt habe ich das jetzt eben viele Jahre lang gemacht und es tritt in eine neue Phase ein, wo man eben diese Lichtbibliotheken der Erde mit entsprechenden Strukturen, also Lichtbibliotheken, hinaus in die Galaxie verbindet. And that is important because we are entering something that they call the galactic era. Und das ist wichtig, weil wir jetzt in eine Phase kommen, ein Zeitalter, das sie eben die galaktische Ära nennen. So one can say what I'm doing now is to support people to prepare their light and energies. Das heißt, wie man das beschreiben kann, was wir im Augenblick machen, ist eben Leute darin zu unterstützen, sich und ihr Licht vorzubereiten für das, was jetzt eben alles ansteht. Was steht jetzt an? Well, presently, presently at this time, we are in a 4-year window. Im Augenblick befinden wir uns wirklich in einem Fenster, das 4 Jahre lang between the dauert. End of 4 Jahre? Mm-hmm. Between the end of 2016 to sometime in 2020. Mm-hmm. Also Ende 2016 bis Ende 2020. Where apparently there is a window of opportunity for the Earth. Und in diesem Fenster gibt es also offensichtlich sehr viele Möglichkeiten für die Erde. I suspect it has something to do with, you know, how all the stars are aligned somehow. Und ich nehme an, es hat auch damit zu tun, wie jetzt die Erde im größeren Gefüge auch zu unterschiedlichen Konstellationen steht in der Galaxie. And perhaps how we are moving in the galaxy. Und wie wir uns in der Galaxie bewegen. However, in this 4-year window, we have extraordinary possibilities as light workers. Als Lichtarbeiter haben wir jetzt allerdings während dieser 4-Jahres-Periode ganz außerordentliche Möglichkeiten. To bring in new energies, new techniques that can only come through when we have this opening. Neue Techniken, neues Wissen und Energien reinzubringen, die tatsächlich nur während einer solchen Gelegenheit hereingebracht werden können. And that will serve humanity for a very long time. Und die werden dann ihrerseits der Menschheit sehr, sehr lange dienlich sein. Ja. Hättest du eine Lichttechnik, die du unseren Zuschauern erklären könntest oder mit uns machen vielleicht sogar? Mhm. Lichttechnik? Ich glaube, das fühlen sich viele auch aufgerufen. Ja, yeah, possibly. I hope so. Yes. Also, yeah. Yeah. And I would like to bring through a message, but perhaps a little later. Mm-hmm. Because what I wanted to say also about this 4-year window, what the guides see as the optimal solution for us. Also das möchte ich gerne machen, vielleicht im Anschluss, aber kurz noch zu ergänzen bezüglich dieses 4-Jahres-Fensters, was die geistigen Führer da einfach damit erreichen möchten oder was sie sagen, was man damit erreichen kann. That is for all lightworkers on Earth to begin to work together. Das heißt, dass die Lichtarbeiter der Erde beginnen tatsächlich auch zusammenzuarbeiten. We are so many here. Wir sind ja viele. And each one of us, we are engaged in what we are doing because it's so great what we are doing. Und wir alle
sind natürlich mit dem beschäftigt, was wir selber machen, und wir empfinden es sehr großartig, und dann sind wir auch sehr engagiert dabei. And you have a lot of spiritual leaders and they are reaching out to people. Und dann gibt es sehr viele spirituelle Führer und die erreichen dann natürlich die Leute auf unterschiedliche Weise. But what is missing now is that we have a grander perspective. Was im Augenblick fehlt, ist die größere Perspektive. That apart from each one of us doing our bit, so to speak. Mal davon abgesehen, dass jeder sozusagen seinen Teil macht. That we also build something together for the earth. Dass wir etwas Gemeinsames für die Erde aufbauen. Because as we do, then we can create a unity here. And the earth and the humanity can transform very quickly. Denn wenn wir das machen, dann bauen wir hier auf der Erde eine Einheit auf, in der sich dann die Menschheit auch sehr schnell entwickeln kann. Yeah. And whereas when we keep to our groups, well, we serve them. That is great, and we bring a lot of light to the earth. So we are doing wonderful things. Wenn wir uns auf unsere, jetzt nenne ich es mal Grüppchen, beschränken, dann machen wir natürlich immer noch tolle Sachen. Wir dienen dieser Gruppe, wir bringen der Erde wunderschöne Dinge. But together we have an enormous potential to make a change. Aber here in this world. Gemeinsam haben wir eben enormes Potenzial für die Erde, Veränderung zu erschaffen. Because the goal is for all of humanity to ascend their consciousness and become aware of all the spiritual opportunities that we have. Denn das Ziel ist ja, dass die Menschheit als Ganzes erwacht zu diesem spirituellen Potenzial, das auf die Menschheit wartet. It's not that we form elite troops and groups. Es geht also nicht darum, dass so elite Gruppen oder Truppen zu formen. Yeah. But that together we can serve all people here. Yes. Sondern dass wir gemeinsam allen dienen können. Genau. Das habe ich schon, diese Vision habe ich schon ganz lange. Yeah. Dieses, ich habe schon immer diese Vision gehabt, irgendwann machen wir alles zusammen. So schon viele Jahre. Yeah. Ist das schon meins. Also, aber es ist immer noch schwierig. Also, und jeder rödelt alleine vor sich hin. Yeah. Ne? Jeder hat Angst um sein Geld oder so, was weiß ich, keine Ahnung. Und ist noch ein bisschen Konkurrenzdenken und so, diese Sachen sind hier noch. Weiß nicht, wie es in Schweden ist. Well, I think there is a lot of competitive thinking. We don't want it to be there, but it is there. Also natürlich möchte es keiner, aber dieses Konkurrenzdenken ist ausgeprägt. Ja, yeah, and überall. It's for each one of überall. Us to work with it and see that we can all serve much better when we work together. Und dann geht es natürlich jeden an sich zu arbeiten, zu schauen, dass wir gemeinsam sehr viel mehr erreichen können. Ja. Ja. Ja, das ist eine Botschaft auch für unsere Teilnehmer vom Engelfestival, ne? Dass wir uns zusammenschließen, ne? Dass wir gemeinsam einfach viel mehr Kraft haben und viel stärker sind auch. Ne? Jeder hat noch so Angst bei uns, so ich nehme dem vielleicht einen Klienten weg oder so, ne? Und ja, da dürfen wir vielleicht auch noch mehr vertrauen, dass für uns auch gesorgt wird. Es geht ja auch oft ums Finanzielle, dass für uns einfach auch gesorgt wird. Yeah, and that is really about integrity, I believe. Da geht es auch sehr stark um Integrität. And to treat all the others like you want to be treated. Alle so zu behandeln, wie man behandelt werden möchte. To honor yourself, but also to honor the others. Yeah. Sich selber zu ehren, aber auch die anderen zu ehren. Ja, was ist so der Unterschied von dem neuen Lichtkörper, das ist jetzt so ein bisschen ein Schritt zurück, zu anderen Lichtkörpertechniken? Was ist der neue Lichtkörper? Okay, first of all, let's say what a light body is. Yeah. Erklären wir vielleicht kurz mal, was ein Lichtkörper genau, ist. Genau, auch das nochmal, das wissen auch nicht alle. No, exactly. So I think we will start with what a light body is. Ja, fangen wir mal damit an, was ein Lichtkörper denn eigentlich ist. That is an energy body that is much grander than your aura. I think everyone knows what an aura is. Also ich nehme jetzt mal an, jeder weiß, was die Aura ist. Der Lichtkörper ist jetzt ein Energiekörper eben, der allerdings sehr viel größer ist als unser Aurafeld. And so everyone, we have like a blueprint for it. Und wir alle haben eine Blaupause dafür. And we can activate it. Und die können wir aktivieren. And it's really like building a car. Und da ist es sehr ähnlich, wie wenn du ein Auto bauen würdest. You can build it in all kinds of ways, right? Und das kannst du auf alle möglichen Weisen tun. And to serve and suit certain purposes. Um eben sich da
gewissen Zwecken anzupassen und denen dann zu dienen. And so in our world today we have lots of different light body techniques. Und im Augenblick gibt es ja in der Welt viele unterschiedliche Techniken für den Lichtkörper. From very general awakenings. Von einem ganz allgemeinen Erwecken. And to very specific ones where you can see in detail what light is there, what purpose it serves and learn to use it. Und dann gibt es auch welche, die sind sehr ausgefeilt, wo man dann genau sehen kann, okay, welches Licht gibt es da drin, wie funktioniert es und welchem Zweck dient es? Okay, so it's really a matter what car do you want to drive. Also geht es darum, welches Auto möchtest du fahren? Mm-hmm. We like all kinds of different ones. So. Das Größte. We want the grandest, okay. Yes. Nicht von allen, aber sagen wir mal ein Großes. Yeah, okay. The new light body that I teach, the guides have a name for it. Der neue Lichtkörper, den ich unterrichte, für den haben die geistigen Führer einen Namen. And they call it Rays of Enlightenment and Divinity. Sie beschreiben ihn durch strahlende Erleuchtung und Göttlichkeit. And it's really about that, to become a divine reflection. Und genau darum geht's, also eine Widerspiegelung des Göttlichen zu werden. Who enlightens the world by enlightening yourself. Die Welt erleuchtet, indem man sich erleuchtet. Wow, das ist schön. Mhm. Wow. Ja. Mhm. And since I started that in 1995. Ich habe das 1995 begonnen. Then the guides are coming with updates every year with new things adding to this structure. Und die geistigen Führer kommen also jedes Jahr mit Neuerungen und fügen dieser Struktur Details hinzu. And it's really like a great adventure to learn more and more about how reality is really created. So it's really an adventure on learning how reality is created. Und in der Hinsicht ist es wirklich ein Abenteuer zu lernen, wie Wirklichkeit erschaffen wird. Not only here. It Nicht starts nur hier. Here with you on earth. Das beginnt natürlich mit dir hier auf der Erde. And it reaches out into the atmosphere, to the galaxy, to the universe, to the multiverse, to the entire creation. Und dann von dort aus dehnt sich das aus in die Atmosphäre, in die Galaxie, in das Universum, in das Multiversum und noch weiter bis du die ganze Schöpfung umfasst. And in all these steps we learn to work together with different beings who are part of creating the universes. Und auf all diesen Ebenen lernt man eben neue Wesen kennen, die daran arbeiten, diese Schöpfung eben aufrechtzuerhalten. And work together with them to create a platform here on Earth. Arbeitet auch mit ihnen ganz gezielt zusammen, um eine Plattform auf der Erde zu erschaffen. And to support the Earth also to become what she is here to be. Auch die Erde darin zu unterstützen, was sie werden wird. Which is really to emit oneness in the entire galaxy. Und sie wird also Einssein ausstrahlen in die gesamte Galaxie. And because that is a very important role for such a small planet. Und da das für einen so kleinen Planeten eine sehr wichtige Rolle ist. That is why there is so much interest from the spiritual realms to come and support us here on Earth right now. Deswegen gibt es auch von der geistigen Seite her so hohes Interesse, uns auf der Erde zu unterstützen, damit sie in diese Rolle eintreten It's kann. It's like the whole universe is going, yeah, 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 go Earth! Und das ganze Universum feuert da sozusagen die Erde an. Also jetzt, mach mal. Ja. Ja, es ist ja gerade sehr viel Unruhe auch auf der Erde, ne? So, da sind wahrscheinlich die geistigen Kräfte schon auch viel am Arbeiten, oder? Mhm. Wie siehst du das? Well, we all have choices. Wir haben ja alle eine Wahlmöglichkeit. Yeah. We are all individuals. Wir sind alle Individuen. And we are also part of a collective. Und gleichzeitig Teil des Kollektivs. And everything that I choose as an individual is stored in the collective. Alles, was ich als Individuum wähle, wird ja für das Kollektiv auch gespeichert. And influences the collective. Beeinflusst das Kollektiv. What my guides are stating very often is that we should not look down on people who are violent or who are in difficulties. Und was meine geistigen Führer sehr oft betonen, ist eben, dass wir da nicht auf andere Leute runtersehen, die sich jetzt in Schwierigkeiten befinden oder die gewalttätig sind. Because everyone is doing the best they know how.
weil jeder alles nach bestem Wissen tut. And if they don't know any better, wenn sie es tatsächlich nicht besser wissen, then we can support them with light and love until they awaken and see a grander possibility for themselves. Dann können wir sie so lange mit Licht und auch Liebe unterstützen, bis sie selber eine größere Perspektive sehen können. And so, you asked about the conflicts today. Ja, du hast ja über die Konflikte gesprochen. Ich würde da ganz kurz noch mal was fragen, weil es mich das auch persönlich interessiert. Ich habe mal gelernt, so in meiner Engelausbildung, Erzengel-Heilerausbildung, dass wir eigentlich nicht Licht und Liebe schicken sollen, weil das Manipulation ist. Mhm. Es gibt es jetzt bestimmte Menschen, wo aufgerufen sind dafür. Wie siehst du dieses Thema mit Manipulation? Okay, first of all, of course, we are individuals. Also natürlich sind wir zuerst Individuen. And clear we must respect the other's choices as individuals. Mhm. Und natürlich müssen wir die Wahlen, die andere Individuen treffen, respektieren. So clearly we have no right to go and interfere with their energy and light. Natürlich haben wir also keinerlei Recht, jetzt da in das Licht oder in die Wahlmöglichkeiten anderer einzugreifen. What we can do is to activate our light and hold them in our awareness so they can pick up on that light. Was man machen kann, ist das eigene Licht zu aktivieren, andere im Gewahrsein zu halten, was ihnen die Möglichkeit gibt, sich an dieses Licht zu heben auch. Mm-hmm. But then there is also another perspective. Gleichzeitig gibt es eine weitere Perspektive. That we are also the collective. Wir sind auch das Kollektiv. And because I am part of humanity, da ich Teil der Menschheit bin, I can add my peace to the collective. Kann ich meinen Frieden dem Kollektiv hinzufügen? And therefore I can identify myself, I am humanity. Ich kann mich als die Menschheit identifizieren. And I can build light and energies for all of humanity in the collective. Und ich kann innerhalb des Kollektivs für die gesamte Menschheit Licht und Frieden oder Energie aufbauen. So that it is easier available for them when they are ready to awaken. So dass es dann, wenn sie bereit sind zu erwachen, für sie leichter wird. Ja, aber durch, indem ich mein Feld stärke auch, oder? Mein Lichtkörper aufbaue. Mhm. Ne, so. Yes, you build that light, but you can also build a light body for the collective. Yes. Du kannst ja dein Licht aktivieren und stärken. Du kannst auch einen Lichtkörper für das Kollektiv However, aufbauen. For anyone who's listening, I would suggest to begin with self. Aber für alle, die jetzt dazuhören, ist es natürlich schon wichtig, dass man zuerst einmal bei sich selber anfängt. To increase your love for self, your light, and begin to see that when you awaken your light, your life changes. Dass man eben auch diese Selbstliebe aktiviert, das eigene Licht vermehrt und dann auch bemerkt, wenn man das macht, dass das Leben beginnt, sich zu verändern. But then what I'm saying is that in the end we can work with the entire collective as well. Aber was ich eben auch sagen möchte, ist, dass man, wenn man diesen Weg eben weitergeht, man schlussendlich auch am Kollektiv arbeiten kann. But okay. Of course we must start here. Yes. Aber natürlich muss man bei sich anfangen. Ja, ist das sozusagen auch, also ich habe das sehr krass anders gelernt, auch erlaubt. Das wäre mir einfach auch mal wichtig, das mal zu wissen. Ne? Ist das erlaubt, auch am Kollektiv zu arbeiten? The collective, you are part of the collective, clearly. Du bist ja Teil des Kollektivs. Okay. Gut, vielen Dank auch dafür. Bringt mich auch noch mal ein Stückchen weiter. It is more when you want to go and interfere with someone. I don't like when you are like that, so you want to change the light and energy without having permission. That is not integer. Also es ist ja eher so, wenn man jetzt da jemanden sieht und dann denkt man sich, naja, was er oder sie macht, das finde ich jetzt nicht so toll. Und dann versucht man da auf das Licht oder auf die Energien von jemandem zuzugreifen. Das hat also dann mit Integrität nichts mehr zu tun. Nee, genau. Also ich habe da auch so eine Situation, das ist schon ganz lange her, aber ich hatte das mal, dass so Nachbarn gegenüber immer draußen gestritten haben. Und ich war. She had neighbors and they were always arguing outside. Genau, und ich war im Bett und die haben immer laut draußen gestritten. Und ich habe denen einfach mal Licht und Liebe geschickt und die waren in 5 Minuten still. Das ist sicherlich nicht das, was gemeint ist. Ne? Also das, ja. No, but you have a right to create a peaceful surrounding around you. Zu was du allerdings recht hast, ist um dich herum eine friedvolle
Umgebung zu schaffen. Ja, genau. Das reicht wahrscheinlich auch dann. Ne? Mhm. Ja. Ja, was mich auch noch sehr interessiert, sind diese galaktischen Lichtstädte. Kannst du uns dazu ein bisschen was zu sagen? Was ist das? The Galactic City of Light is the most evolved place in our galaxy. Die galaktische Lichtstadt ist jener Ort in der Galaxie, der am weitesten entwickelt ist. Which means that beings who live there are very loving, very lightful, very advanced in terms of technology. Das heißt, die Wesen, die dort leben, sind zum einen sehr liebevoll, sie sind sehr lichtvoll und auch in ihrer technischen Entwicklung sehr weit fortgeschritten. And they say that once upon a time, I don't know when. Was sie erzählen, ist, dass irgendwann einmal zu einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht wann genau, there was an extra galactic planetary system that collided with our galaxy. Ist also ein Planetensystem, das von außerhalb von unserer Galaxie kam, mit unserer Galaxie kollidiert. And that was an enormous release of energy. Und dadurch wurde eine enorme Energie dort freigesetzt. That were eventually supporting life to evolve there very rapidly. Und diese ganz spezifische Qualität dort hat schlussendlich Lebensformen in der Art unterstützt, dass sie sich rasend schnell entwickeln. And we call it the Galactic City of Light, just to have a name for it. Wir nennen diesen Ort Galaktische Lichtstadt einfach, um ihm einen Namen zu geben. Clearly it's not a city. Es ist keine Stadt. It's a huge place of planetary systems. Es ist ein riesiger Ort mit vielen Planetensystemen. And from there, the beings who live there, they are connecting to planets in evolution and to the life forms on them. Von dort aus verbinden sich die Wesen, die dort ansässig sind, hinaus zu anderen Planeten und den Lebensformen dort, um ihre Entwicklung und Weiterentwicklung zu stützen. And they are presently very interested in the Earth and our libraries of light. Und im Augenblick sind sie eben sehr interessiert an der Weiterentwicklung der Erde und an unseren Lichtbibliotheken. Yeah, because some of these libraries of light are like communication centrals in between the Earth and the Galactic City of Light. Denn einige dieser Lichtbibliotheken sind wie Kommunikationsstationen, könnte man sagen, zwischen der Erde und dieser galaktischen Lichtstadt. And as they are connected, they can send information, light, energy, messages to us here on Earth. Und wenn die verbunden sind, dann können die von dort aus Botschaften an uns senden, Energien, Informationen und so weiter. Inform us about our evolution, what's coming and what's next. Uns auch informieren über unsere Weiterentwicklung, die jetzt dann ansteht und wie die aussehen wird. And what they need for that to be successful. Und was sie brauchen, damit es auch erfolgreich abläuft. Our receptor is on the earth, someone who can receive it. Also einen Empfänger auf der Erde, Leute, die das auch empfangen können. Yeah, they have the libraries of light to receive it and then they need light workers who have powerful enough light to get this light and energy without burning out. Das heißt, zum einen braucht es eben die Lichtbibliotheken, um das zu empfangen für die Erde, also Planeta. Und dann geht es aber weiter. Dann braucht es wiederum Lichtarbeiter, die in ihrem Licht kraftvoll genug sind, um dieses starke Licht von dort und die Energien auch empfangen zu können, ohne dass sie sich selber einen Burnout verpassen, zum Beispiel. Yes, and right now in this 4-year window I told you about, there's a lot of information coming through there. Und gerade jetzt während diesem 4-Jahres-Fenster, das wir vorher angesprochen haben, kommt eben extrem viel Information von dort durch. So, for us as light workers, it's up to us to anchor and receive that energy, the consciousness, the know-how, whatever. Das heißt, für uns als Lichtarbeiter geht es sehr stark darum, dass wir diese Energien annehmen, dass wir sie empfangen, die Informationen und das Know-how, das da durchkommt. And broadcast it in our collective energy. Und das dann in die kollektive Energie hinein übertragen. And then others may, you know, get inspiration and discover new techniques that will solve many of our problems here. Und wenn das mal dort angelangt ist im Kollektiv, können natürlich andere Leute plötzlich völlig neue Inspirationen bekommen und technische Lösungen finden, zum Beispiel für Probleme, die wir eben gerade haben auf der Erde. Also kann sich jetzt jemand, wo sich aufgerufen fühlt, damit verbinden oder öffnen oder, ne, wie können wir uns das vorstellen? Mit diesen Energien?
I have been writing articles. It's a bit much to go into here, but I think by simply setting an intent, of course, you can connect if you are ready. That's clear. Also es ist ein sehr umfangreiches Thema und ich habe zum Beispiel auch Artikel darüber geschrieben. Das heißt, es würde hier den Rahmen springen. Aber was man natürlich definitiv machen kann, ist, dass man die Absicht setzt, sich damit dafür zu öffnen und damit zu arbeiten. And I've given a lot of webinars that are online that people can listen to, where they describe many things in detail. Ich habe auch einige Webinare zum Thema gemacht, wo also auch im Detail beschrieben wird, was man alles so machen kann. Das wird dann auch übersetzt in Deutsch, ne? So, du übersetzt das dann auch. Ja. For das some ist auch reason. Für unsere Zuschauer. For some reasons, it seems that my work is a lot in the German-speaking countries. Yeah. Aus irgendeinem Grund scheint es so, dass meine Arbeit sehr oft auf den deutschsprachigen Raum gerichtet ist. And yes, those webinars, and so they are translated by Alex. Ja, die sind also übersetzt, die Webinare. Ja, wunderbar. And there are also several open meditations on my website that people can listen to. Und es gibt auch auf meiner Webseite offene Meditationen, die man sich einfach so wo man reinhören kann. Genau, auch auf YouTube habe ich schon wunderschöne Meditationen mit Erzengel Michael, glaube ich, schon mal gehört. Und genau, sehr, sehr schön, ja. Ja, gibt es jetzt noch so etwas, was du gern sagen möchtest oder was du vielleicht auch channeln oder eine Übung oder sowas so für uns, für unsere Zuschauer noch gerade wertvoll wäre? Well, it all depends on where we are, but something that my guides often say is this. Es kommt natürlich immer darauf an, wo man gerade steht. Was meine geistigen Führer aber immer gerne sagen, is that there are no difficult situations. Es gibt keine schwierigen Situationen. It is the thoughts and the feelings we have about the situations that are difficult. So, es sind also unsere Gedanken und Gefühle bezüglich einer Situation, die das schwierig erscheinen lassen. So even if we are in a situation where we have a huge loss, let's say money or your house or whatever. Das heißt, selbst in einer Situation, wo es um großen Verlust geht, sei es jetzt Geld oder auch ein Haus oder was auch immer. And you think there is no way out from here. Und man denkt sich, da gibt's jetzt keinen Ausweg mehr. And the guides just laugh. They say, are you crazy? There are thousands of ways out. Und geistige Führer, die lachen einfach drüber und sagen, ja, bist du jetzt schon ganz blöde? Also da gibt's tausende Wege raus aus der Situation. But look what is standing in the way. Schau dir an, was im Weg steht. Genau, wir schauen immer so, it's so difficult. There are no possibilities. I've lost everything. It's terrible. And when we think that, we cannot see all the possibilities that are there. Genau. Wenn man da so in dem Schema drin ist, aber jetzt ist alles im Eimer und ich schaffe gar nichts mehr und hier komme ich nie mehr raus, dann ist natürlich genau das im Weg. Und dann sieht man auch keine Lösungen. And therefore, when we open our mind and say, okay, I don't see any solutions, but I know that there are many. Man kann ja damit beginnen und den eigenen Verstand zu öffnen und sagen, okay, ich sehe keine Lösungen, aber ich weiß, es gibt Lösungen. And I now open myself for the unlimited possibilities. Und jetzt öffne ich mich für diese unbegrenzten Möglichkeiten. Then things will begin to happen and change, because you change the whole energy around the situation. You are no longer responding with drama, but with truth. Weil du dann die Energie um dieses ganze Thema herum veränderst, du nicht mehr mit Drama antwortest, sondern mit Wahrheit. So I think that is a good tip. Just observe yourself. What are you thinking? What are you feeling about something? Also sich selbst da mal zu beobachten, okay, was denke ich und was fühle ich in der Situation? Open yourself for love and light and the unlimited possibilities that are there. Und dann im Anschluss öffnet man sich für Licht, für Liebe und die unbegrenzten Möglichkeiten, die es gibt. Ja, und auch so, also das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber mein Lieblingsthema ist auch die Hingabe. So einfach dem Leben zu vertrauen und dass das Leben einfach auch für mich sorgt, wenn ich mich wirklich dem Leben hingebe. Das so meine Erkenntnis auch so in den letzten Jahren. Ne? So, das, und es funktioniert unwahrscheinlich gut. Yeah, it does. When we allow it. Yes. Ja, wenn wir es zulassen. Genau. When things are difficult, it is most often ourselves we are standing in the way for things to solve. Wenn Dinge schwierig sind, beruht es meistens darauf, dass wir uns da selber im Weg stehen. Ja, oder einen Widerstand auch dagegen setzen. Ne? Und dann kann das ja auch, es kann ja nichts kommen. Then we attract the energies that we send out. Dann ziehen wir natürlich genau die Energien an, die wir auch aussenden.
So send out the ones you want to have. Also besser die auszusenden, die man auch haben möchte. Ja. Ja, das ist auch ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Und vielen, vielen Dank, liebe Cecilia. Vielen, vielen Dank auch, Alexander, für deine tolle Übersetzung und dass du auch dabei bist und mitgekommen bist. Und ja, fällt auch gar nichts mehr ein, was man noch so... Einfach danke. Thank you. It was nice being here. Schön, hier zu sein. Ja, und wir verabschieden uns jetzt auch von euch. Ich denke, ihr habt sehr viel Licht, Informationen bekommen zum neuen Lichtkörper und zu diesen galaktische Lichtstadt und so. Und wir freuen uns, wenn ihr davon profitieren konntet. So, beloved ones, we are the higher commands of light. Geliebte, wir sind die höheren Kommandos des Lichts. An association of guides and angels. Ein Zusammenschluss geistiger Führer und Engel. Who presently work quite a bit with the energies on the earth. Die in letzter Zeit sehr intensiv mit den Energien auf der Erde arbeiten. And with humanity upon it. Und mit der Menschheit auf ihr. And we work especially with lightworkers like you. Im Besonderen arbeiten wir mit Lichtarbeitern wie dir. People who are interested in activating their light. Menschen, die Interesse daran haben, ihr Licht zu aktivieren. And realizing their spiritual potential. Und ihr spirituelles Potenzial realisieren. For you who are listening to this. Und für euch, die dies hören. You are beautiful beings of light. Ihr seid wundervolle Lichtwesen. And you have begun the path of spiritual awakening. Ihr habt euren Weg des spirituellen Erwachens begonnen. And that is so important. Und das ist so wichtig. Why? Warum? Because when you open for spirit, denn wenn du dich gegenüber Spirit öffnest, when you open for your own light, wenn du dich für dein eigenes Licht öffnest, your loving soul, deine liebevolle Seele, well then you become visible. Dann wirst du sichtbar. So that other beings of light, so dass andere Lichtwesen, such as we, so wie wir, can find you, dich finden können, transmit light and energies to you, um Licht und Energien an dich zu übermitteln, and remind you of your potential, und dich an dein Potenzial zu erinnern, for each one of you have a great potential, denn jeder von euch hat großes Potenzial. Your soul has connected to you. Deine Seele hat sich mit dir verbunden. For soul incarnates all about. Denn die Seele inkarniert sich überall. Your soul may have other incarnations on the earth. Deine Seele kann auf der Erde andere Inkarnationen haben. In the galaxy. In der Galaxie. Or in the universes. Oder den Universen. And your soul becomes very interested in you. Deine Seele findet an dir sehr großes Interesse, to connect more deeply to you, um sich tiefer mit dir zu verbinden. When you begin your spiritual awakening and when you make yourself visible. Sobald du dein spirituelles Erwachen beginnst und du sichtbar wirst. And it can be the slightest opening. Und es kann die kleinste Öffnung sein. Such as there must be something more to reality than I know. Wie zum Beispiel ein Gedanke, der lauten könnte, es könnte an der Wirklichkeit mehr geben als das, was ich weiß. And when you make such an opening in your mind, und wenn du in deinem Verstand eine solche Öffnung machst, then all your divine light that is in every one of your cells responds. Dann antwortet
genau jenes göttliche Licht, das sich in all deinen Zellen befindet. For divinity responds to awareness. Da Göttlichkeit auf Gewahrsein antwortet. And as you become aware of your own divinity. Und wenn du dir deiner eigenen Göttlichkeit gewahr wirst, more and more emerges from within. Desto mehr tritt aus deinem Inneren hervor. And you become visible. Und du wirst sichtbar. Your light is seen. Dein Licht wird gesehen. In the webs that unites all life. In jenen Gitternetzen, die alles Leben vereinen. And it is our job to transmit light to you. Unsere Aufgabe ist es, Licht an dich zu übertragen. Before you came into this world, bevor du in die Welt gekommen bist, we looked out over the earth, haben wir über die Erde geblickt. And it was decided that you would get the great opportunity. Und es wurde entschieden, dass du diese großartige Gelegenheit bekommst, to take on a body on the earth, einen Körper auf der Erde anzunehmen. And from there remember everything that you are. Und von dort aus dich all dessen zu erinnern, was du bist. Spirit, soul, love, beauty. Geist, Seele, Liebe und Schönheit. And that we would remind you all along. Und dass wir dich die ganze Zeit daran erinnern. Of who you are. An den, der du bist. And as you open and your light become visible to us. Wenn du dich öffnest und dein Licht für uns sichtbar wird, that is a starting point of a great evolution. Ist das der Startpunkt einer großen Weiterentwicklung. Where guides and angels will remind you of all the light that you are. In der geistige Führer und Engel dich all des Lichts erinnern werden, das du bist. So that eventually you can see how all life is connected everywhere. So dass du schlussendlich sehen kannst, dass das Leben überall hin verbunden ist. And that you on the earth is part of a grander life form. Und dass du auf der Erde Teil einer größeren Lebensform bist. That you call humanity. Die du die Menschheit nennst. And you have come here to this world. Und du bist hierher gekommen zu dieser Welt. To be a light for it. Um für sie Licht zu sein. And as you begin this path of awakening and you become visible to us and receive more light. Während du diesen Weg der Erinnerung gehst, für uns sichtbar wirst und mehr Licht empfängst. Well, then your soul will enter your light. Dann wird deine Seele dein Licht betreten. And you will evolve from being a personality in illusions and perhaps pain. Und du wirst dich weiterentwickeln, davon eine Persönlichkeit zu sein, in Drama und vielleicht in Schmerz. To become a beautiful, wise and loving being. Wirst zu einem wundervollen, weisen und liebevollen Wesen. If that seems far away from now. Und sollte sich das von jetzt an gesehen etwas weit entfernt anspüren. Know that we see you. Wisse, dass wir dich sehen. We see your light. Wir sehen dein Licht. We see your love. Wir sehen deine Liebe. Your consciousness and your potential. Dein Bewusstsein und dein Potenzial. To be a light for the world. Ein Licht für die Welt zu sein. By accepting the light that you are. Indem du das Licht akzeptierst, das du bist. So blessings, beloved one. Segnungen, Geliebte. We are the higher commands of light. Wir sind die höheren Kommandos des Lichts.